Oh, I remember this episode. Thanks for everything, Brody. I'll be extra careful. It's on so late. Yeah. Don't think we'll be coming back this way. Kostenlos Eis und WLAN. Hey, can you turn that down, please? Okay. Nicht, dass sich noch irgendjemand beschwert. A cheap souvenir for a cheap trip. Makes sense. I can see why they left that tie. Yeah, like I'm gonna sweep the carpet. I tried to iron my shirts once. Burned a hole through them. Wem ist das nur nicht passiert? Okay, sonst ist hier nichts drin. Gucken wir mal hier. Brody gave us some cash so we can take one of these tomorrow. They're headed south. Billig, kostenlos, Wi-Fi, Snacks. Hotelangebote, Tour mit Reiseführer. Yeah, let's go hike tomorrow. Just for fun. Yeah, fuck Halloween. Na, Halloween ist jetzt für die nächste Zeit erstmal gestorben. Im wahrsten Sinne des Wortes. Wish we could go there and pretend nothing happened. This episode is awesome. Vielleicht you should sit down and watch it with me. Ich gehe erstmal kurz raus. Brauche erstmal frische Luft. Trackstars aren't supposed to smoke. Yeah. Couldn't care less now. Das hast du verdient. Einfach mal ausruhen. It's nice out here. Wish I cared. Puerto Lobos, Mexico. Can I get us this far? And safe? Ich hoffe. How can we get there without money? Krieg das schon hin. And Daniel still doesn't know what really happened. Am I gonna tell him? Du musst. Me and Daniel just have to take it one step at a time. Es wird alles damit enden. Weil die Schuldgefühle. Es wird nur leichter. Das ist schon eine Situation, die möchte man nie selbst erleben müssen. Naja, komm. Wir gönnen uns jetzt erstmal ein richtig schönes, warmes Bad. Und vor allem, was wir vorher noch tun müssen. Gerade gesehen habe, dass wir das tun können. Nothing better than drawing to clear my head after this mess. Genau. Time to take the pen, dude. Damn,
foreshortening this bitch. Das stimmt wohl, das kann ich selber nur sagen. Hab selber She's so sweet. Eine ganze Weile selber right, gezeichnet. Was auch immer noch ab und zu so, wenn ich mal wirklich Lust und Laune dazu habe. Den Raum mit drauf haben. Okay. Got it. I think I'm on the right track here. Das ist einfach so gut. Wenn man es mal sieht, das ist so simpel. Muss einfach alles nur ein bisschen kombinieren, dann geht das auch. Immer ein bisschen feiner. Erst ganz grob und dann immer feiner werden. I think I'm on the right track here. Can't believe I can actually sketch Daniel without yelling at him, not to move every 2 seconds. Pretty good. But I can add more details if I want. Ja, machen wir das doch. Das ist nicht nur eine Skizze, sondern auch eine Zeichnung wird. Krass. Hope I won't mess up too much with the proportions. Irgendwo erkenne ich dich selbstkritischer. I think I'm on the right track here. Shh. She's falling asleep. I think I'm on the right track here. Hinten der Korridor. Alter. Damn. Foreshortening is a bitch. He's so calm when he watches TV. Krass. Good for him. Sieht so gut aus. Vor allem scheint sein Telefon die ganze Zeit zu vibrieren wie sonst was. It's kind of cool to have your bed now. Man, wish we still had Brody around. Ooh la la. Fresh clean towels. Ja, so muss das. Let's put this in the bathroom for Prince Daniel. A real bed. Can't believe I'm that happy to stay at a motel. Some things do not change. What's that? It was in Brody's car. He gave it to you. Yeah. You stole it from him? I don't know. It looked cool and
You stole before, so I thought... No, man. Stealing is bad. We only do it if... we really need it. Okay? Auch keine gute Antwort. Plus, Brody was super nice with us. If it's bad, then why did you do it? Hey, we had to. It was different. I don't want you stealing around. Understand? Yeah. Okay. Daniel will be warm in this. That's a good thing. Scheiße. Das kann doch nicht sein. Damn. I could paint this shit. Genau das sag ich doch. Du brauchst das bloß zeichnen und das dann verkaufen. Run! He'll ditch you! Ja, guck mal, hier haben wir eine Karte. I miss GPS already. But at least we're progressing south. Motelregeln. No worries. We don't have to build a fire tonight. Minderjährige müssen von... Oh. Kein Rauchen, kein Lärm oder laute Musik, kein Kochen, kein offenes Feuer, Frühstück, Checkout 11 Uhr. Wir übernehmen keine Verantwortung für verlorene oder gestohlene Gegenstände. My hair feels like it's coated in dirt. A shower after Daniel will be bliss. Daniel, you have towels in the bathroom. Don't forget to use them. Yeah. Time to be a kid again. Man, this hot water's going to feel so good. No, go the other way. Fill her up. Yuck, Sean. There's a condom in my bag. Gross. Hey, don't touch that. Bet he won't hate taking a bath after this. He needs that heat. That's cool. Damn! That fucking redneck hit me hard. I hit him harder though. Wir müssen wirklich aufpassen. Wir müssen immer bedenken, wir sind ein Vorbild für Daniel. Mustard is so pretty. You ready? Aw, the episode's almost finished. Nice try. The water's hot. Come on. Yeah, okay, I'm going. No. What's warm? Why didn't you use soap to make bubbles? Sorry, man, I forgot to. Use as much soap as you want. It's free. Oh, everything? Cool. Yeah, clean up good. But leave some for me, bro. I should throw my phone away while Daniel is washing. He'd freak out if he saw me. Time to say goodbye to modern life.
Lily's freaking out. Maybe I should leave her out of this, or she'll get into trouble too. Wenn wir leider anrufen, bekommt sie alles mit. Sie kriegt Informationen. Vielleicht wird sie uns helfen wollen. Das können wir nicht machen. Außerdem wird die Polizei auf sie dann zurückkommen. Wir können das nicht tun. Vielleicht sehen wir sie irgendwann wieder. Hoffentlich. Games. Oh yeah, track start. I was the dodgeball champ. Hau weg das Teil. Das macht dich nur noch trauriger. Ab ins Meer. Okay, don't think about it. Just tell Daniel the truth. Wir müssen vor allem leise machen. Are you kidding me? Remember that song? Come on, dance! Man, I can't dance right now. My legs are thrashed. Sorry. You're no fun. Daniel... come here. We need to talk. Can we get a drink first? I'm thirsty. Right now? You said I could have a Coke. Or something. Okay, I'll get you a soda. But when I come back, we're going to talk. Serious. Fine. What's the big deal? Hoffentlich passiert in der Zeit nichts. Beeilen uns mal ein bisschen. Komm, eine Limo geht. Why did you lie to me?
say. You should have told me. I couldn't believe it either. I didn't mean to. I hate you. Wes. Not my brother. Don't say that. I know I messed up everything. We're gonna get through this. Don't touch me. Daniel, please. It's okay. I want Dad. Me too. Scheiße. You told me we were gonna see Dad. I'm sorry. Dabei wollten wir es eben gerade sagen. Don't lie to me ever again. Ever. I promise. I won't lie to you again. I promise. I'm serious, Sean. I know. Me too, Danny. What are we gonna do without him? Shh. It's gonna be okay. It's gonna be okay. Oh man. Sean. Am I a monster? Nothing is wrong with you. You're different. Okay. What are we gonna do now? I was thinking maybe we could go to Puerto Lobos, where Dad grew up, you know? Yeah, I guess. It'll be fine, Daniel. There's nothing we can't do. As long as we're together. So ist es richtig. Can you tell me a story? Like he did? I'm not as good as him. He used to tell me bedtime stories too. Once upon a time, Awesome.
Life is Strange 2, Episode 1, Rhodes. Es hat mir unendlich Spaß gemacht, mit euch das zu spielen. Ich werde im Anschluss gleich auf jeden Fall die nächste Episode aufnehmen. Die ist ja gerade schon draußen. Die dritte folgt ja sehr, sehr bald. Also, ich hoffe, dass das alles sehr gut hintereinander funktionieren wird. Hab das hier alles ein bisschen später begonnen. Einfach damit wir auch ein bisschen tiefer in der Story sein können, dass wir auch vielleicht schon ein, zwei Episoden komplett haben, ne? Dass wir einfach durchspielen können. Vielleicht, wenn wir ganz gut sind, kommen wir am Ende von Episode 2 so raus, dass wir Episode 3 gleich spielen können. Das wäre cool. Mich würde mal eure Meinung zum Spiel bisher interessieren und vor allem auch, ne, was ihr so sonst so noch anzumerken habt. Vor allem, ne, was ihr für Entscheidungen vielleicht anders getroffen hättet und was ihr denkt, wie es dann weitergegangen wäre. Können wir ja gerne in den Kommentaren mal zusammen diskutieren. Alles klar, dann ich freue mich auf die nächste Episode und darauf, dass ihr wieder einschaltet bei Let's Play Life is Strange 2. Ich bin jetzt einfach mal ruhig und lasse das Ganze hier ausklingen. Bis zum nächsten Mal, euer FioLP. Ciao. Thank you.
Thank you.
ganz kurz zurück und schau mal. Also, wir haben den Choco Crisp für mich selbst behalten. Das haben 45% aller Leute gemacht. Also der Großteil. Ja, ist ja, komm mal, das ist so eine typische Bruderentscheidung. Du hast Esteban angelogen. Du hast Esteban die Wahrheit gesagt. 77. Was? Komm schon. Du hast Esteban umarmt. Du hast Geld aus dem Glas gestohlen. Nein, haben wir nicht. Wir haben Geld aus dem Glas genommen. Also kein Geld, genau. Ja, Brad konfrontiert haben 76%. Du hast auf dem Parkplatz gestohlen. Du hast auf dem Parkplatz nicht gestohlen. Oh, das war eine sehr, sehr schwierige Entscheidung. Oh. Fast 50% haben sich darauf nicht herabgelassen, aber naja. Unsere Entscheidung war ja echt so begründet einfach. Oh, 62% auch haben leider angerufen. Oh, ich habe an der Tankstelle nichts gestohlen. Im Nachhinein betrachtet hätte ich das wirklich machen sollen. Aber dann hätten sie vielleicht die Cops eher höher gerufen. Du hast Hank geschlagen und die Campingausrüstung gestohlen. Das haben sehr, sehr viele gemacht. Du hast Daniel versprochen, dass du ihn nicht noch einmal anlügst. Nochmal zusätzlich. Daniel hat was über Wegmarkierung gelernt. Daniel ist nicht im Wald hingefallen. Oh, okay. Daniel hat Holz fürs Feuer gesammelt. Was, wir hätten eine Festung im Wald bauen können? Was? Was? Manu, das hätte ich gerne gesehen. Das hätte ich so gerne gesehen. Daniel hat das Wettrennen im Holz gewonnen. Also im Holzsammeln gewonnen. Daniel hat gelernt, wie man Steine hüpfen lässt. Das haben nicht viele gemacht. Die Geduld hatten wahrscheinlich viele nicht. Daniel war im Wald nicht wütend auf mich. Daniel hatte eine erträgliche Nacht. Daniel ist von dem Bären schlecht geworden. Daniel musste nicht betteln. Ja, das haben wir gemacht. Daniel hat Doris nicht abgelenkt. Daniel hatte genug zu essen. Puh, da bin ich echt glücklich. Daniel hat kein Powerbear-Spielzeug bekommen und Daniel hat etwas von Brody gestohlen. Das war das einzig wirklich richtig Negative. Naja. Alright. Come on, man. Das ist dieser. Focus. Okay. Trust me, you can do it. What are we gonna do now? There's nothing we can't do. I have no idea where we are. Feels like we're walking nowhere. I don't think Daniel understands what's going on. I can't tell him the truth now. I just can't. How am I supposed to take care of us out here? Nothing we can't do, as long as we're together.